Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht denn ab, Leute? Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Start in diesem wunderschönen Tag. Es ist bewölkt in Bremen, schon fast seit 2 Wochen, aber gut. Der Kryptomarkt geht auf und ab. Ihr habt ja gesehen, was Cointelegraph gemacht hat mit seinen Fehlinformationen. Die haben ja behauptet, Bitcoin Spot ETF wurde von BlackRock genehmigt. Der Markt pullt komplett nach oben. Hält sich jetzt aber komischerweise noch weiter oben. Wir sind auf die 30.000er Marke gegangen und leicht runtergezogen. Wir haben weitere Missinformationen auf dem Markt. Positive Informationen zu XRP wurde jetzt widerlegt. Schauen wir uns mal gleich an. Auf der anderen Seite möchte ich nur kurz auf eine Sache eingehen. In den letzten paar Tagen habe ich stark aufgenommen. Ich habe fast 24 Stunden aufgenommen. Musste mich echt erholen die letzten 2-3 Tage davon. Bin immer noch ziemlich kaputt, hätte nicht gedacht, ja, ich werde langsam älter, das wirkt sich ja langsam ein bisschen stärker auf meinen Körper aus, muss ich aufpassen in der nächsten Zeit. Die letzten 2 Wochen habe ich mich stark mit der Eve-Gate-Geschichte beschäftigt, was schon ziemlich verrückt ist, ne? Bezüglich der Sache, was zurzeit auf dem Markt losgeht. Ich habe von mehreren Quellen, mehreren YouTubern jetzt irgendwelche komischen Studien gesehen und was weiß ich, worauf man hinweist, wo Bitcoin, Ethereum besser performt als andere, Altcoins nicht so toll sind oder ob man nur in neue Projekte rein investieren soll, weil da ja mehr Funding reinkommt. Ich sag euch eine Sache. Ich glaube, der Großteil der Leute, auch von Influencern, die hier auf dem Markt sind, ich bin langsam felsenfest davon überzeugt, die haben überhaupt keine Ahnung, was sie da reden. Ich meine, wir sind hier in einem Markt unterwegs, die wahrscheinlich die gesamte Börse übernehmen wird. Wir werden eine Tokenisierung haben in jeglichen Assetklassen, sei es in Gold, sei es in Aktien, sei es in Staatsanleihen, sei es Immobilien, sei es jegliche Branchen, die ihr euch überhaupt im Kopf vorstellen könnt, werden tokenisiert werden. Wir befinden uns in einer Phase, wo die Preise sehr tief sind. Und die meisten reden jetzt davon, ja, im nächsten Bullrun, da wird das Projekt besser, weil das andere schlechteres Funding hat. Das hier ist jetzt ein bisschen neuer. Ich meine, wir müssen aufwachen. Wir müssen aufwachen. Dass in so einem Bullrun die Preise manipuliert werden, Wale das hochpumpen, das ist klar. Ich meine, ihr habt gesehen, wie korrupt allein die Regierung ist und Staatsorgane bei den letzten beiden Eve-Gate-Videos, die ich rausgebracht habe. Letztendlich ein, aber ich habe es gesplittet in 2. Wie oft hat JP Morgan Chase den Goldpreis manipuliert? Manipulation findet statt. Sind wir aber wirklich nur deshalb hier? Preisanstiege in einem Bullrun? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich werde diese Preisanstiege nicht mitnehmen und Gewinne realisieren. Wofür ich aber letztendlich hier bin und warum ich einen Teil meiner Kryptos nicht verkaufen werde und halten werde. Und ich habe euch gesagt, ungefähr 10% werde ich immer halten und nicht verkaufen, immer 90% im Bullrun verkaufen, versuchen unten wieder einzusteigen. Wir warten auf Anwendung. Wir warten nicht darauf, dass irgendein Wal durch Manipulation den Markt nach oben bringt und wir jetzt irgendwelche Gewinne auscashen. Denkt etwas langfristiger, meine Lieben. Denkt etwas langfristiger. So investiert man und nicht durch, oh, ich spekuliere jetzt das neuere Projekt hier und da und hier kommt das Funding rein. Das hat nichts mit Investment zu tun. Rein gar nichts mit Investment zu tun. Das wollte ich einfach nur mal loswerden für die, die irgendwie anfangen zu zweifeln und denken, ja, ist das denn jetzt wirklich noch so? Soll ich wirklich in Altcoins investieren oder nicht? Ein weiteres Thema, was ich ansprechen wollte, bevor ich jetzt auf die aktuellen News eingehe, ist, da haben beim Eve-Gate-Video einige gesagt gehabt, ja, trotzdem, du redest zwar so schlecht, aber Ethereum wird trotzdem hochgehen. Am Ende des Videos habe ich auch genau das gesagt. Guckt euch das ganz genau an, was habe ich da am Ende gesagt? Klar, könnte das den ganzen Markt runterziehen, die zweitgrößte Kryptowährung. Und was habe ich dann ganz am Ende gesagt? Ich habe gesagt, oder wahrscheinlich wird das überhaupt keine Auswirkung auf Ethereum haben. Auch wenn sie angeklagt werden, auch wenn Konsens angeklagt wird und die Ethereum Foundation. Es kann wirklich sein, dass es keine große Auswirkung haben wird. Ja, kann sein, dass man sie ein bisschen zurückwirft, aber letztendlich, was hat es mit Ripple und XRP gemacht? XRP hat zwar keinen neuen All-Time-High gesetzt, ist trotzdem schön nach oben geschossen, hat mehr als sich verdoppelt, verdreifacht, vervielfacht. Ich glaube, wir haben eine Ver-16-fachung trotzdem gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke mir das gleich nochmal am Ende mit euch an, bevor ich was Falsches sage. Darum, meine Lieben, wisst, in was ihr da rein investiert.
die größten Unternehmen der Welt, die größten Asset Manager der Welt, die gehen Schritt für Schritt in den Kryptomarkt rein. Und die stabilen Projekte, die werden überleben. Diese ganzen Konferenzen, die wir haben weltweit, diese ganzen Messen, die wir haben weltweit im Kryptobereich. Glaubt ihr, das ist einfach so aus Spaß, dass die Hunderte von Millionen für solche Messen und Konferenzen und für was weiß ich da alles ausgeben? Nein, meine Lieben, nein, es ist die Zukunft. Seid euch dem bewusst. Okay, genug gerantet, tauchen wir ein. Wie wir sehen können, sind einige Projekte nach oben gegangen, einige fallen, also der Großteil ist jetzt heute wieder am Fallen. Wir haben auch bei Casper, habe ich gesehen, sind wir unter die 3-Cent-Marke gefallen, warum ich gestern nochmal ein kleines bisschen eingekauft habe, aber viele, viele andere Projekte auch. Guckt euch die Preise an, die sind wirklich gut zum Einkaufen. Singularity Net auch hat einen ziemlich schönen Einkaufspreis erreicht. Bei Fetch Air wollte ich fast einkaufen, aber ich warte noch ein kleines bisschen. Werden wir uns noch anschauen, was die folgenden Tage uns bringen. Aber gut, gehen wir mal auf die News ein. Ja, was war die letzten Tage passiert? Riesen Korruption und Manipulation. Cointelegraph hat aus Versehen eine Information rausgebracht, dass BlackRock letztendlich ihren Spot ETF genehmigt bekommen hat. Und jetzt haben wir schon mal einen Vorgeschmack dafür gekriegt, was passieren kann, wenn diese Genehmigung kommt. Bitcoin ist schön nach oben geschossen. Auf die 30.000er Marke wurde rejected. Jetzt befinden wir uns in der 28.000er Marke, was ich komisch finde. Denn wenn dieser Anstieg nur durch diese falsche Information hier kam, warum bleibt der Preis dann weiter oben? Darum bin ich noch ein bisschen verhalten, was das angeht und glaube, dass wir noch einen stärkeren Downtrend sehen werden. Aber gut, war das die einzige Information, die falsch war? Wir haben Informationen gekriegt, dass Roblox XRP als Zahlungsmittel nutzen wird. Und Roblox hat über 200 Millionen Spieler. Täglich sind es 65,5 Millionen, wie ihr unten erkennen könnt. Und sie machen jährlich setzen sie fast 700 Millionen um. Das heißt, das wäre schon ein schönes Sahnehäppchen gewesen, wenn sie wirklich XRP als Zahlungsmittel hier annehmen. Aber wie Decrypt hier mitteilt, sind das auch Falschinformationen gewesen. Also auch hier im XRP-Bereich wird versucht, hier irgendwie durch Falschinformationen der Preis nach oben bewegt zu werden. Aber auch hier, das waren leider nur Fehlinformationen. BlackRock und JP Morgan bereiten sich vor, einen riesen XRP-Bullrun zu verursachen, laut Forbes. Aber auch hier hat das jetzt nicht wirklich was Spezifisches mit XRP zu tun. Ich sehe hier eindeutig, also es wird gerade Bitcoin genutzt, der einzige, der regulatorische Klarheit in den USA hat, und XRP, der einzige Altcoin, der regulatorische Klarheit in den USA hat, um hier einen bestimmten Hype zu produzieren. Das sieht ganz danach aus, als ob das durch die Medienlandschaft hinweg so gehen würde. Aber es gab trotzdem hier interessante Informationen. Laut einem Report nutzt BlackRock die Blockchain-basierte Kreditsicherheits- oder Fund-Settlement von JP Morgan. Ziemlich interessant. Darum hat Larry Fink auch gesagt, dass Krypto die Zukunft ist und dass das die nächste Generation des Marktes ist. Und da hat er über Kryptos natürlich geredet. Weiterhin wird hier gesagt, dass BlackRock JP Morgans Ethereum-basierten Onyx-Netzwerk genutzt hat, um Kreditsicherheiten oder letztendlich Fonds zu konvertieren, also aus ihren Financial Market Fonds zu konvertieren. Es wird später gesagt, dass diese tokenisierten Assets über einen OTC-Derivate-Transfer rüber zu Barclays geschickt worden sind. Und jetzt sehen wir hier unten auch, dass es hier nicht spezifisch um XRP geht, sondern dass hier gesagt wird, dass das für einen Katalysteffekt sorgen kann für digitale Assets wie XRP, Bitcoin, Ethereum. Und man könnte jetzt die Liste hier weiter fortsetzen mit Cardano, XRP, XLM oder Polkadot oder Avalanche. Man könnte das hier komplett fortsetzen. Darum ist es schon gewollt, dass sie hier bestimmte Kryptowährungen erwähnen und nicht alle anderen. Denn das sind die, wo man von ausgeht, dass sie regulatorische Klarheit haben. Viele denken immer noch, Ethereum hätte regulatorische Klarheit wegen der Hinman-Rede. XRP hat in den USA regulatorische Klarheit, genauso wie Bitcoin auch. Ach, ich sehe hier ein Schema, meine Lieben, das gefällt mir nicht so sehr. Und wer immer noch glaubt, dass Kryptowährungen keine Zukunft haben, Stablecoins, schaut euch das mal an. Stablecoins stehen an 16. Stelle, wenn es darum geht, wie viele US-Staatsanleihen gehalten werden. Jetzt schaut euch das mal an. Stablecoins-Anbieter, hauptsächlich Tether kann man eigentlich sagen, halten mehr Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, als Norwegen, Korea,
Saudi-Arabien, Deutschland, Niederlande, Bermuda, Mexiko, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter und so fort. Jetzt überlegt euch das mal. Stablecoins haben noch so einen kleinen Market Cap, relativ natürlich, und sind jetzt schon der 16. größte US-Staatsanleihenhalter. Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, sind sie jetzt schon langsam zu groß geworden, dass die US-Regierung erlauben wird, dass sie failen werden? Meines Erachtens nach, ja. In der Zwischenzeit kämpfen wir im Crypto-Space um zwei Trendlinien. Einmal diese weiße Trendlinie, die wir, wie wir sehen können, mehrfach angetestet haben und genau hier letztendlich den stärkeren Support erlebt haben. Dann kam diese Information an dieser Stelle hier zu den Spot-Bitcoin-ETFs. Wir haben einen Anstieg gesehen. Und wo sind wir da gelandet? Jetzt schaut euch das mal an. Wenn wir diese Trendlinie hier sehen, dann sind wir genau an diesem oberen Bereich gelandet und sind wieder eingesackt. Halten uns jetzt hier in diesen Spitzenbereichen, wo wir uns hier letztendlich aufgehalten haben, bevor wir eingesackt sind und haben auch hier mehrfach Resistance gehabt. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wenn das hier ein Anstieg durch Fake News war, warum halten wir uns dann noch immer noch hier oben? Ich glaube, dass der Fall bald schon kommen wird wieder. Denn wie wir auch hier unten sehen können, haben wir einen ziemlich starken Spike im Volumen erlebt, aufgrund dieser falschen Informationen zu den Spot Bitcoin ETFs. Und was ist jetzt? Schaut euch das mal an. Das Volumen ist wieder komplett gefallen. Ich sehe hier keine starke Unterstützung. Mal sehen, ob wir noch einen weiteren Push nach oben sehen, bevor diese stärkere Korrektur kommt. Oder ob wir von hier aus jetzt einfach fake weiter nach oben gehen. In diesem Sinne wünsche ich allen erstmal einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream und Crypto Heroes out.